Ihr grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich the one and only 30, Daniel Förde da. Er lacht schon im Hintergrund an der Strippe. Und ja, Förde, stell dich gerne mal selbst vor. Ja, ich bin der Förde, in meinem Perso steht Daniel, Daniel Förderer und mich nennen aber alle Förde. Und ich bin 34 inzwischen, komme aus Heidelberg und bin Filmmacher und Fotograf seit, also hauptberuflich selbstständig seit jetzt 7 Jahren, also seit 2012, genau. Ich habe den Förde zum ersten Mal in Persona kennengelernt, vor, glaube ich, 1,5 Wochen auf der Videomastery. Übrigens sehr coole Veranstaltung, die wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal geben, also kommt auf jeden Fall hin. Ja, Förde, was, dann erzähl doch mal was, wie bist du dazu gekommen? Zum Filmemachen, Fotograf, genau. Ja, also grundsätzliches Interesse haben ja eigentlich ziemlich viele, einfach schöne Bilder zu machen und so. Und ich war total geflasht, als ich das erste Mal die EOS 350D von meinem sehr, sehr guten Freund in der Hand hatte und dann das Klacken gehört habe und sowas. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich einfach begeistert und dann habe ich kurze Zeit später habe ich mir auch eine Kamera gekauft und hat das alles so seinen Weg genommen und dadurch, dass ich im Studium, ich habe digitale Medien studiert, dadurch, dass ich da ja auch viele Projekte hatte, die mit Fotografie und Film zu tun hatten, bin ich da halt immer weiter reingerutscht, beziehungsweise hatte eben die Möglichkeit, da auch Dinge so zu verwirklichen, wie ich es jetzt nicht die Möglichkeit hätte, wenn ich das einfach so ein privates Hobby gemacht hätte. Und dann kam eins zum anderen, irgendwann kamen die ersten, also ich habe halt dann Tag und Nacht Tutorials gesehen und ausprobiert und gemacht und getan. Dann kamen halt die ersten Jobs und dann nach dem Studium war halt dann die Frage, gehst du in ein Angestelltenverhältnis und verdienst deine 40-45k im Jahr und hast Krankenkasse bezahlt und deinen Urlaub und bist irgendwie happy, aber doch nicht so wirklich. Und ja, dann habe ich mich dagegen entschieden. Und was für Equipment nutzt du jetzt aktuell? Das wechselt immer mal wieder. Aktuell nutze ich zum Fotografieren eine Sony A7 III und eine Canon EOS RP. Zum Filmen eine Red Epic W und auch die Sony A7 III und die EOS RP, aber je nachdem, the right tool for the job, also nicht jede Kamera erfüllt dann den Zweck einfach und manchmal ist die Red nicht geeignet, manchmal ist die Sony nicht geeignet, manchmal ist die EOS RP nicht geeignet und das wechselt halt immer so. Aber das sind die ich in meinem Stand habe. Ich filme aber auch noch mit Kameras von Freunden. Das ist eine GH5 zum Beispiel, eine Blackmagic Ursa Mini, eine Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K und die 6K. Also ja, da bin ich flexibel, sag ich mal so. Und was war, du hast es ja gerade angesprochen, dann kamen irgendwie so die ersten Jobs, so mehr oder weniger. Mit was für Equipment hast du angefangen? Ich hatte zum Glück während des Studiums eine 5D Mark II zur Verfügung, weil wir hatten die für Projekte, die wir halt gedreht haben. Da konnten wir die nutzen und die kam da gerade, die war da brandneu auf dem Markt und hat das ganze Game so ein bisschen durcheinander gemischt und die war so ein halbes Jahr alt, dann haben wir die auch in der Uni gehabt und dann konnte ich die mir da ausleihen. Dann durfte ich auch damit eben Sachen drehen für Projekte und weil ich sie eh zu Hause hatte, habe ich halt auch damit dann rumgespielt und weiter experimentiert und dann habe ich auch dafür eben die Jobs verwendet. Aber die erste, also ich habe mit der 450D habe ich angefangen und dann kam irgendwann die 7D und 7D und 5D Mark II waren halt eine gute Ergänzung. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt. Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, als du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt weg von DSLR oder beziehungsweise ich hole mir zusätzlich zu meiner DSLR noch eine Cinema-Kamera? Gab es da irgendeinen Anlass für oder dachtest du einfach, du bist jetzt bereit dafür und willst dich ein bisschen weiterentwickeln? Es war immer so ein Traum. Ich hatte, wenn man sich dann mehr mit diesen Themen auseinandersetzt, dann kommen halt irgendwann da so man kommt irgendwann auf diverse Hersteller und diverse Kameras, die einen einfach so reizen, so wie man sich einfach, wenn man sich für Autos interessiert, dann kommen halt irgendwann auf, oder für Sportwagen, dann kommen dann irgendwann auf Porsche, auf Lamborghini und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man halt präferiert, so vom Typ her, aber man wird halt irgendwann auf Sachen wie jetzt Red-Kameras aufmerksam oder Ari und so weiter und dann
dann liest man sich das ein bisschen ein und man denkt sich, wow, geil, das wäre toll, wenn man sowas auch hätte. Und ja, und dann werden halt so ein bisschen Gedanken dazu warm und irgendwann kam bei mir die Möglichkeit, einen Imagefilm zu drehen für die Emsland Group. Den haben wir über 2 Wochen lang gedreht. Es war ein relativ aufwendiges Projekt und da hat mich eine Agentur eben dazu gebucht und ich habe denen das so vermitteln können, dass ich dafür eine Red brauche und es war auch berechtigt in dem Fall. Ja, natürlich nicht ganz uneigennützig, aber es war auch in dem Fall tatsächlich eben einfach the right tool for the job und ich wollte diesen Imagefilm nicht irgendwie mit einer 5D oder sowas filmen und ja, da habe ich mir dann eben 2 Wochen lang eine Red gemietet. Das war eine alte Red, eine Dragon X mit DSMC1, also noch die alte Bodies. Und da habe ich mich dann halt quasi verliebt in das ganze Thema und dann so kam eins zum anderen und irgendwann habe ich mir dann einen gekauft. Wie hat es bei dir angefangen, als du angefangen hast so mit den Aufträgen? Hast du erst angefangen mit kleineren Aufträgen oder gab es bei dir irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt hatte ich einen Durchbruch oder war das immer so Step by Step? In der Regel war es Step by Step, aber es war immer so, dass ich danach gestrebt habe, also größere Jobs anzunehmen, die ich eigentlich bisher hatte oder handeln konnte. Und weil ich einfach an Herausforderungen wachsen möchte. Und wir hatten einmal einen Job, da waren wir eine Woche lang in Berlin und haben mit 12 Personen gedreht für ProSieben. Und das war auch was ich vorher so noch nicht hatte. Und das hat mich eben sehr gereizt und daran sind wir halt auch gewachsen, weil dann sieht man halt einfach, wie in der Produktion die Abläufe sind, welche Hürden es da gibt, welche Steine im Weg liegen und sowas reizt mich halt einfach und deswegen versuche ich immer das Thema so weit aufzuspannen, dass ich da halt wieder was Neues lernen kann bei jedem Job und dann wächst man halt sehr gut dabei. Finde ich cool, was du gesagt hast, mit den sich immer neue Herausforderungen setzen und damit wachsen, ist glaube ich ein was man gut mitnehmen kann. Hast du jetzt auch schon mal irgendwie sowas wie einen Kurzfilm gedreht oder einen Kurzfilmwettbewerb teilgenommen? Ist das was, was du empfehlen würdest? Oder? Ja, ich hatte mein allererstes Filmprojekt war tatsächlich ein Kurzfilm. Und zwar war das von der Uni aus ein Kurzfilm, der gezeigt werden sollte auf dem Bachelorball. Das ist die größte Veranstaltung in Mannheim im Rosengarten und da kommen 6.000 bis 7.000 Gäste, eben die ganzen Absolventen und deren ganze Familie und es sind halt ziemlich viele von der Uni und da gibt es dann eben, um diesen Abend in das Offizielle einzuleiten, gibt es dann einfach einen Film, der geht 10 bis 15 Minuten lang und dann nach dem Film kommt dann die Moderation auf die Bühne und dann geht der Abend eben los, der offizielle Teil. Und dann folgen noch 4 weitere Filme für Best of, für diverse Dinge einfach. Und wir sollten eben, unser Jahrgang war dafür da, diese Filme zu produzieren. Und da haben wir halt gleich, also wir wurden einfach ins kalte Wasser geworfen. Hier, ihr habt die Kameras, ihr habt die Vorgaben, dreht einen Film, der 10 bis 15 Minuten lang ist und viel Spaß dabei. Und dann war das halt so. Und so war das im Prinzip mein erster Film, den ich tatsächlich richtig gedreht habe, war eben dieser Kurzfilm. Und das war auf jeden Fall super spannend, eine tolle Erfahrung. Und genau, du hast noch den Wettbewerb angesprochen, das ist der 99er, bei dem ich mitgemacht habe, der 99 Five Films Award heißt der. Es ist, man sagt, es sei der härteste oder schwierigste Kurzfilmwettbewerb der Welt, weil relativ viele dort mitmachen und weil die Vorgaben halt auch nicht ganz einfach sind. Ich fand es sehr, sehr cool. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, auch wenn viele dagegen sind oder das Thema boykottieren möchten wegen Rechte und Werbung und dies, das. Also, da gab es relativ viele Sachen, die viele uncool fanden. Habe ich jetzt aber nicht so wahrgenommen. Das ist halt, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich mit sowas identifizieren kann oder nicht. Mir persönlich beispielsweise ist es egal, ob mein Film danach für irgendwas verwendet wird, weil mir geht es nicht darum, dass ich anderen Leuten das nicht gönne irgendwie oder anderen Firmen das nicht gönne, dann mit dem Film Geld zu verdienen, auch wenn ich da der Schaffende dafür bin. Mir geht es halt um die Erfahrung bei dem Wettbewerb und um die Möglichkeiten, die man danach hat, um die Connections, die man bekommt. Und wenn irgendwann zum Beispiel McDonald's deinen Film verwendet, um damit Werbung zu machen oder Ausschnitte davon oder sowas, dann kannst du dir sicher sein, dass du mit McDonald's auch entsprechend Kontakt haben bist und dann vielleicht für weitere Jobs in den Pool bekommst. Und für McDonald's Werbung zu drehen, die dann später auch richtig bezahlt wird,
ist halt dann vielleicht doch wieder eine coole Sache. Und ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Jedenfalls, ich kann es dir empfehlen, jeder kann mitmachen. Man kann es auch alleine machen oder im Team, wie man halt möchte. Und man hat keine Voraussetzungen, es kann wirklich jeder mitmachen, auch mit einer Handykamera oder sowas, ist völlig egal. Und von daher, wenn man das, wenn man die Zeit dafür hat, man muss sich die Zeit wirklich nehmen, dann kann ich es jedem empfehlen, weil es ein großer Erfahrungsgewinn ist und auch viel Spaß macht einfach. Genau, du hast es jetzt so ein bisschen durchklingen lassen in deiner Antwort. Das ist auch immer wieder eine Sache, die in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe heiß diskutiert wird. Das, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das Thema für Umsonstarbeiten, da gibt es ja wirklich sehr geteilte Meinungen. Wie stehst du dazu? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Wann immer es für dich einen Mehrwert bringt, kannst du in jedem Fall umsonst arbeiten. Und der Mehrwert, also wir drehen ja alle Filme für einen Mehrwert. Und den meisten ist halt der Mehrwert das Geld. Klar, logischerweise muss man irgendwie sein Equipment zahlen, seine Kosten decken etc. Aber der Mehrwert kann auch sein, dass man Kontakte bekommt, dass man vielleicht den Fuß in eine Firma bekommt, dass man sich Referenzen aufbaut. Es kann so vieles sein, selbst wenn man nur ein Making-of-Video dreht für irgendjemand. Ich finde, man sollte auch nicht irgendwie denken, okay, ich könnte den Film selbst drehen, ich bin mir zu schade dafür, den Making-of zu drehen. Würde ich nicht sagen, weil wenn eben für diesen Dreh spannende Leute mit dabei sind oder interessante Firmen oder halt irgendein anderer Mehrwert, dann macht das doch, dann ist doch egal. Also man muss sich auch mal die Hände dreckig machen und auch mal quasi den nicht so angesehenen Part machen, aber dann hat man auch einen Mehrwert davon. Es muss für alle eben fair sein und wer nicht bereit ist, kostenlos zu arbeiten oder kostenlos Filme zu drehen, der wird auch nicht so schnell oder nicht so viel erreichen wie jemand, der das eben macht, wenn er es eben richtig macht. Also ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht, aber ich finde, es gehört auch immer viel dazu, ein bisschen gute Menschenkenntnis gehört halt schon auch dazu, dass man halt beim Gegenüber erkennt, ja, der will halt einfach nur mal für Umme, sage ich jetzt mal so salopp gesagt, das so abgreifen und schätzt die Arbeit, die dahinter steckt, halt überhaupt nicht wert. Ist halt was anderes, wie du halt sagst, ich habe das zum Beispiel auch gemacht, weil ich dadurch, ich habe das mal für ein Event gemacht und da waren halt so viele Sponsoren mit drin. Und ich habe das Event dann für umsonst gefilmt und dadurch sind diese ganzen Sponsoren, die da mit drin waren, auf mich aufmerksam geworden und habe dadurch so viele bezahlte Folgeaufträge gekriegt, die ich andersrum wahrscheinlich nicht bekommen hätte und somit hat sich das schon voll gelohnt. Und ganz oft ist auch einfach nur der Lerneffekt, der einem da was bredet. Und wenn du jetzt bei Michael Bay für 2 Jahre lang Praktika machen könntest und du könntest es irgendwie finanziell aufbringen, 2 Jahre lang quasi umsonst zu arbeiten, dann wärst du danach der übelste Typ, der halt einfach bei Michael Bay alles gelernt hat. Und dann würde die ganze Welt auf dich schauen und du hättest halt einfach die Mega-Referenz und hättest die Mega-Erfahrung gemacht in diesen 2 Jahren. Und dann scheißt du doch drauf, ob du dafür jetzt Geld kriegst oder nicht. Also das macht jetzt auch keinen Unterschied. Du hast es mal angesprochen mit dem Making-of. Also da meinst du jetzt im Prinzip, dass du andere Filmemacher oder andere Produktionen anschreibst und sagst, hey, wenn ihr irgendwie ein cooles Projekt habt, würde ich gerne das Making-of dazu drehen oder von was hast du jetzt konkret gemeint? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass man jetzt explizit irgendwie Firmen anschreiben soll und dann oder Agenturen anschreiben sollen, für die Making-of dreht, aber was ich ganz häufig, also was ich früher sehr, sehr oft gemacht habe und was ich inzwischen auch häufig für andere Leute irgendwie anbiete, ist, dass ich habe früher für Kevin Hollywood, für viele Unternehmen, für andere Sachen, also für andere Filmemacher vor allen Dingen oder Fotografen, habe ich Making-ofs gedreht, einfach deren Arbeit begleitet da halt das Ganze angefangen und ein schönes Video draus gemacht. Und dann hat die Person, die das halt gedreht hat oder geshootet hat, hat was davon. B, die Firma, für die geshootet wurde, hat was davon. Und C, man hat
eine coole Zeit und Lerneffekt, weil so kriegt man eben Einblick. Man kann zwischendurch mal irgendwie also angenommen, du machst Fotografie und Film und dich reizt irgendwie ein Fotograf, der halt irgendwie einen tollen Look hat oder sowas oder der einfach geile Bilder macht und du weißt nicht, okay, ich könnte mir das jetzt irgendwie beibringen, dann muss ich halt 50 Stunden YouTube gucken oder 30 Tutorials kaufen oder sowas. Aber mach doch einfach begleite doch einfach ein Shooting von diesem Typ, mach dann ein schönes Making-of-Video davon und während du halt mit dem abhängst und das Shooting stattfindet, fragst ihn einfach mal, mich würde mal interessieren, wie du das Licht da setzt und wie kommst du auf diesen Look und so weiter. Und das sind zwei, drei Fragen, die dir so einen Mehrwert bieten, wenn der Kollege bereit ist dazu, diese zu beantworten. Und in der Regel ist es der Fall, weil die Leute wissen ja, du arbeitest für umsonst und du bist einfach nur neugierig und die erzählen ja keine Geheimnisse. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie eine geheime Cola-Rezeptur oder sowas da abgreifst, sondern es ist, ja, dadurch, dass du das weißt, macht dich das jetzt nicht zur Konkurrenz für die Person. Und daher kannst du durch sowas schon so viel mitnehmen. Und außerdem hast du dann einen Stein im Brett bei dem Fotografen. Und wenn der vielleicht irgendwann mal eine Doppelbuchung hat und du hast dich bei ihm inzwischen so etabliert, dass er weiß, dass du gute Bilder machst, dann kann es auch sein, dass er mal einen Job für dich abgibt, weil er halt eine Doppelbuchung hat. Und das sind immer so Sachen, die muss man mit einbeziehen, mit bedenken und dadurch kommt man an wertvolle Kontakte, wertvolle Erfahrungen und solange das muss halt alles fair sein, muss das alles so aussprechen, dass das alles fair gehandhabt wird, dass man wertgeschätzt wird, auch wenn man umsonst arbeitet und dass es halt natürlich nicht die Überhand gewinnt. Also man sollte jetzt nicht 9 Sachen for free machen und nur eine Sache kostenlos. Das ist ein bisschen ein falsches Verhältnis. Man soll natürlich schon darauf achten, dass es alles wirtschaftlich ist und man seine Kosten decken kann und man hauptsächlich natürlich auch Geld damit verdient. Aber immer mal wieder ein freies Projekt ist Pflicht, also unbedingt. Was denkst du, wie kommt man als Filmemacher in diese, sage ich jetzt mal, tatsächlich Cinema-Welt, wo man dann tatsächlich für Netflix und so weiter dreht, ist das irgendwie, dass man da eine bestimmte Branche, sage ich, dass man sich sehr auf den narrativen Teil irgendwie fixiert in seiner Arbeit oder ja, was denkst du, was ist da der Weg dazu? Vitamin B. Immer Vitamin B. Und Vitamin B bekommt man durch gutes Netzwerken und durch solche Sachen wie beispielsweise Making-of-Videos machen. Oder ja, also ich habe ein Beispiel ist jetzt, ich hatte einen Dreh für Hyundai und da habe ich nach Making-of-Fotografen und Filmer gesucht und habe natürlich auch gleich in die Ausschreibung mit reingeschrieben, dass es nicht bezahlt wird. Es haben sich sehr viele Leute gemeldet und dann waren eben für die 2 Tage waren ein paar Leute dabei, die Making-of gemacht haben. Und der Making-of-Kollege, der den Film gemacht hat, das Making-of-Video, den wollen wir jetzt jedes Mal mit dabei haben. Und der kriegt dann auch Geld für die Making-of-Sachen. Und wir waren einfach so zufrieden mit seiner Arbeit und mit ihm als Typ und menschlich gesehen vor allen Dingen, dass wir gesagt haben, geil, das ist ein cooler Typ, der engagiert sich, der hat Bock, der macht geile Ergebnisse und der ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team. Den wollen wir oft öfters mit dabei haben, am besten bei jedem Dreh. Und das wird jetzt so kommen, dass er bei den meisten Projekten, die halt größer sind, wird er mit dabei sein und Making-of machen, wenn er halt Zeit dafür hat und wird dafür auch bezahlt werden. Und wenn es irgendwann, und das ist ja nur der nächste Schritt, das ist ja nicht das Finale, der wird ja nicht sein Leben lang Making-of-Videos machen. Es kann ja auch sein, dass irgendwann, dass wir 2 Jobs haben oder dass wir 2 Kameras brauchen und so weiter. Und wenn er weiterhin seine Arbeit so gut macht und so viel lernt, auch bei den ganzen Drehs, dann kann er auch mal die Kamera machen. Dann weiß nicht, dann mache ich halt Regie oder Director oder sowas und er führt die Kamera und so kommt eins zum anderen. Also das ist halt alles, Netzwerken ist das A und O. Ja, ich war nämlich einmal ziemlich erstaunt, als ich Game of Thrones geguckt habe und dann im Abspann stand irgendwie DOP, ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt, ich glaube irgendwas mit Wagner ist der Nachname und dann habe ich auch gesehen, Mensch, der kommt aus München. Dachte ich mir so, krass. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Deutsche in Hollywood ihre Hände mit dabei haben. Allein schon, dass Hollywood wird ja zu 80% mit deutschen Kameras gedreht, mit Arri-Kameras. Und dann kommen noch die ganzen Linsen dazu, von denen auch viele aus Deutschland sind. Die Zeiss-Linsen, die CB2 und CB3 zum Beispiel oder Schneider-Kreuznach-Linsen und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir ein No-Name sind in der Filmlandschaft, in der Hollywood-Landschaft. Und
Es sind auch ganz viele Leute, die halt beispielsweise an Filmen mitmachen, die man halt nicht, die man nicht so wahrnimmt, wie jetzt in Terminator hat jemand mitgemacht, der aus Deutschland kommt, der macht halt Visual Effects und es gibt, ja, sowas kommt immer wieder vor und ja, also es ist nicht unmöglich, man muss halt einfach nur gucken, in welche Richtung man geht und sein Netzwerk halt ausbauen und dann kann sowas durchaus vorkommen. Ist das, glaube ich, ein guter Punkt für die nächste Frage. Was denkst du, was ist wichtig, um sich zu vermarkten als Filmemacher? Oder wie vermarktest du dich? Formulieren wir es mal so. Ganz schlecht, ultra schlecht. Ja, ich habe das Problem ist, dass ich mich zu sehr auf sowas verlasse. Also ich habe zum Glück diesen Punkt erreicht, wo ich sagen kann, ich habe nächstes Jahr eine einzige Hochzeit, die ich filme und sonst habe ich keinen Job für nächstes Jahr. Und auch in diesem Jahr, jetzt ist Dezember, welchen haben wir? Wir haben den 9. Dezember und für dieses Jahr habe ich ja noch einen Job habe ich und sonst nichts mehr und ich bin auch völlig zufrieden und völlig gelassen, weil ich weiß, dass die meisten Sachen halt super schnell reinkommen. Bei mir kommen die Jobs innerhalb von 2 Wochen rein. Vorgestern war wieder so ein Paradebeispiel, da habe ich um 9 Uhr einen Anruf bekommen oder eine WhatsApp-Sparnachricht. Hey, ich habe ganz dringend einen Schnittjob, den du machen kannst, wenn du Zeit hast. Wie sieht's aus? Und dann hatte ich 2 Stunden später hatte ich die Dateien und habe dann ein bisschen die Nacht reingeschnitten. Und jetzt habe ich halt den Tag mit Schneiden verbracht. Und das ist halt auch wieder sowas. Das kommt morgens rein und dann ist der Tag halt verplant. Oder es kann sein, dass heute Abend noch jemand anruft, dass wir in 3 Tagen nach, keine Ahnung, Marokko fliegen oder nach Paris oder sonst was. Und das ist halt... Das ist zum Glück so, dass ich da so gelassen sein kann, weil sich halt die Erfahrung bestätigt hat, dass ich mir da keine Gedanken machen muss. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn man sich entsprechend schon so vermarktet, dass die Sachen im Voraus schon alle klar sind und man viele Sachen einfach planen kann und so weiter. Also da muss jeder für sich selbst entscheiden, welchen Weg er geht, weil für viele zum Beispiel, ich habe mit Benjamin Jaworski habe ich gesprochen, das ist ein sehr bekannter Fotograf, der hat alles strikt durchgetaktet und verplant. Also bei ihm steht nächstes Jahr alles fest und da wird auch nicht viel dran gerüttelt und das ist halt einfach geplant, dann weiß er, was er einnimmt, weiß er, was er ausgeben kann, weiß er, wie er Zeit hat und so weiter und finde ich auch geil, wenn er das so leben kann, fett. Für mich wäre es nix, weil dann wüsste ich, okay, für die Zeiträume, wo ich Jobs habe, kann ich keine anderen Jobs annehmen. Und wenn es irgendwie, wenn ich halt irgendwie einen doofen Job habe, der halt einfach nur Geld in die Kasse bringt, aber eigentlich jetzt nicht so richtig Spaß macht und das kommt halt immer mal wieder vor, dann würde ich mich ärgern, wenn für diesen Zeitraum irgendwie gerade, keine Ahnung, ein Dreh für Lamborghini reinkommen würde. Und so ist es halt. Und ja, aber ja, Vermarktung, Netzwerken ist das A und O. Also eigentlich im Prinzip überall seine Fußstapfen hinterlassen, immer wieder anderen Leuten zeigen, was man macht. Auch Unternehmer vor allen Dingen. Ich war letztens auf einem Unternehmerfrühstück, das war von einer Anwaltskanzlei eingerichtet oder organisiert, das war das erste Mal. Da haben wir einen Vortrag gehalten und das war einfach nur, also da kamen die Leute dann danach, wow, geil, voll cool, was du machst und hier hast du meine Visitenkarte, wir wollen auf jeden Fall was zusammenarbeiten und so weiter. Und du musst halt immer in die richtigen Kreise kommen und gucken, dass du dort deine Leistungen präsentierst und halt auch menschlich gesehen so rüberkommst, dass die Leute Bock haben, mit dir zu arbeiten. Und dann wird es früher oder später einfach Früchte tragen. Ja, so persönlich mache ich es auch viel, so nach so Unternehmertreffs in der Region schauen und zum Beispiel jeder, der, sage ich mal, in einer halbwegs großen Stadt wohnt, da gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Uni. Bei meiner Uni, da war letztens erst so Karriereforum, das ist eigentlich eher für Studenten, wo aber viele, ganz, ganz viele Unternehmen halt da sind, die dann da so einen Stand aufgebaut haben. Das sind dann hauptsächlich halt so HR-Leute, ne? Wo du dann mit denen halt in direkten Kontakt kommen kannst. Und ich habe mir halt gedacht, hey, was kann schon passieren? Ich gehe da einfach mal hin und spreche die Firmen an, über die ich Kontakt habe und gehe dann halt natürlich auf HR-Leute gleich mit den Ideen zu, die man dazu hat, irgendwas im Bereich Employer Branding. Und da habe ich auch so viele Kontakte knüpfen können. Und das ist einfach mal, ja, wenn man einfach, ich meine, mehr als Nein können die Leute eigentlich nie sagen. Und vieles von dem, was du jetzt auch gesagt hast, habe ich jetzt auch schon so erlebt. Ich habe das erste Jahr auch nicht super viel gemacht. Aber das war halt einfach so, dadurch, dass ich halt irgendwie das Glück hatte, konstant irgendwie Aufträge zu haben, hatte ich immer einen Auftrag. Durch den Auftrag lernst du die kennen und dann wieder das und jenes. Und
das kommt dann immer irgendwie so ein bisschen selbst ins Rollen, aber man sollte sich natürlich im besten Fall auch nie hundertprozentig darauf verlassen. Genau, was mich zur nächsten Frage bringt bei dir, ich habe es ja schon bei anderen gehört, das hat mir auch der Clemens Bittner zum Beispiel mal erzählt, gab es auch mal eine Phase so bei dir, wo du gesagt hast, boah, Mensch, jetzt läuft's gar nicht, alle Aufträge springen ab, gab es mal irgendwie so eine Phase, wo du das in Frage gestellt hast, was du machst? Ständig, ja. Also in Frage stellt, dass ich das weitermachen möchte, nie, aber es gibt immer wieder oder es gibt regelmäßig Zeiten, wo ich denke, oh fuck, jetzt kommt irgendwie nichts rein oder jetzt kommt das Finanzamt und will voll viel Kohle haben oder sind die und die Sachen und oder jetzt habe ich irgendwie einen Schaden oder irgendwas. Und ich hatte letztes Jahr zum Beispiel, hatte ich einen Dreh in L.A. und da wurde mir mein Equipment geklaut und dann ist halt auch erstmal so eine Tiefe, wo du denkst, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie gehst du mit der Situation um? Und reißt schon so ein bisschen rein und gibt immer mal wieder Monate, wo ich denke, okay, gerade echt dürftig so. Und dann gibt's wieder, dann ist auf einmal ein Monat, da kommen die Dinger rein ständig und auch höhere Budgets und was weiß ich und du bist voll happy, weil einfach alles gut läuft und so ist es halt. Also es ist ein Auf und Ab, aber wenn man eben diese ganzen Auf und Abs so ein bisschen glättet, dann ist immer eigentlich die Linie eigentlich immer positiv, weil die guten Dinge überwiegen halt immer die Dinge, die negativen. Und wenn nicht, dann sollte man eben daran arbeiten und ja, von daher. Okay, und du hast ja gesagt, du hast viele auch größere Aufträge für größere Kunden. Läuft es denn häufig oder oftmals über Agenturen oder von wem wirst du eigentlich hauptsächlich gebucht? Bei den B2B-Sachen sind es meistens Agenturen, die da reinkommen, weil eine große Firma wie, also irgendein Unternehmen, das eine Aktiengesellschaft ist oder keine Ahnung, mehrere Millionen Euro Umsatz hat im Jahr, die sind selten bereit, Stefan Müller Photography quasi für Imagefilm oder sowas zu buchen. Daher läuft das meistens über Kontakte oder über Agenturen. Und Agenturen, also ich kenne es zum Beispiel bei BMW oder bei anderen Herstellern, Autoherstellern, die schieben ganz gern diese Mediensachen an Agenturen aus, weil dann sind sie selbst nicht dafür haftbar. Und wenn die Agentur halt irgendwie missbaut, dann ist die Agentur halt haftbar und dann und die passen auf, dass halt nichts passiert. Und dadurch schützt sich quasi das große Unternehmen auch ein bisschen, weil sie halt nicht selbst die Sachen ausbaden müssen sozusagen. Und wenn man halt bei solchen Sachen irgendwas falsch macht, dann gibt es halt schnell richtig Ärger. Und daher gibt es auch bei diesen, auch die Agenturen geben dann immer eine NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung raus. Die sind auch sehr, sehr streng. Also für ProSieben zum Beispiel hätte ich, das sind sechsstellige Beträge, die man bezahlen muss teilweise, wenn man da sich nicht richtig verhält und irgendwas falsch publiziert oder sowas. Und daher passt man da besonders auf, dass da halt einfach alles funktioniert und nicht irgendwie ein falsches Logo mit drin ist oder nicht irgendwie was in die Öffentlichkeit gerät, was nicht an die Öffentlichkeit geraten soll. Und ja, und deswegen meist über Agenturen, genau. Und war es denn halt auch so, dass du dich oft bei Agenturen vermarktet hast? Also, dass du irgendwie denen mal eine E-Mail geschrieben hast oder mal angerufen hast und gesagt hast, hey, ich mache das und das und würde mich freuen, wenn ihr mich in euer Portfolio aufnimmt? Oder kam das halt auch so eins zum anderen bei dir? Das steht noch lange, schon Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste, dass ich einfach Kaltakquise machen muss. Aber ja, irgendwie ist Kaltakquise nicht so mein Ding oder ich konnte mich bisher noch nicht dazu aufraffen. Oder vielleicht anders, ich hatte noch nie die Notwendigkeit dazu, dass ich so aufs Gesicht gefallen bin, dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Bisher sind die Agenturkontakte eben immer über Vitamin B zustande gekommen. Also ein Beispiel ist, ich habe einen Workshop gehalten und zu dem Workshop kam eine Teilnehmerin, die bei einer Agentur arbeitet. Oder ich habe einen Freund, der ist befreundet mit jemand, der in der Agentur arbeitet und der hat mich empfohlen. Oder solche Dinge. Oder die Agentur ist einfach über meine Webseite oder über Facebook oder sonst irgendeine Plattform auf mich aufmerksam geworden, hat mich angeschrieben, hey, kannst du nicht da und da das und das für uns drehen? Und so kam es halt dazu. Und ich habe wirklich nie Kaltakquise betrieben und bin nie auf Firmen oder Agenturen zugegangen und
ich muss das eigentlich machen, weil es bringt wahrscheinlich so total viel, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ich müsste einfach wirklich so ein bisschen mich vorbereiten, Agenturen ausfindig machen oder Firmen ausfindig machen und da halt mich damit befassen und denen Mehrwert bieten und dann direkt E-Mail schreiben und nach der E-Mail direkt anrufen. Und ja, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, aber es ist halt auch echt krass, weil man darf halt auch nicht irgendwie dran denken. Ich habe das auch irgendwie mal eine Zeit lang gemacht oder mal ab und zu und man ist dann immer so, wie soll ich sagen, voller Hoffnung. Man telefoniert dann mit jemandem, die sagen, ja, schön, cool, schicken Sie mal ein paar Referenzen durch und teilweise, bis man dann halt auch irgendwie eine Antwort bekommt oder bis die dann tatsächlich einmal dann für irgendwas buchen, da vergehen manchmal, also mindestens Monate, in den seltensten Fällen Wochen, aber manchmal halt auch Jahre und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei allen größeren Produktionen, die ich jetzt hatte, wo es so ab 10.000 aufwärts ging für irgendeinen Imagefilm oder so, sowas zieht sich halt auch irgendwie, sage ich jetzt mal, vom Erstkontakt mit dem Kunden bis zu dem Punkt, wo du dann halt wirklich anfängst, sage ich jetzt mal, Geld zu verdienen und zu drehen. Vorher muss halt alles geplant werden, abgesprochen werden und so weiter und so fort. Und genau, das ist halt nicht so, dass man halt die, also weil das, deshalb sage ich halt auch immer, es ist halt auch immer gut, wenn man so als Filmemacher zwischendurch halt vielerlei Sachen hat, so die so, wie soll ich sagen, so Run-and-Gun-mäßig sind. Weil da tauchst du auf, schießt es, schneidest es und danach kriegst du in dem besten Fall gleich dein Geld. Und bei so großen Produktionen, das dauert halt einfach. Das stimmt. Und da sind auch oft dann die Limitierungen, dass es erst in einer bestimmten Zeit veröffentlicht wird und dass da noch Änderungsschleifen kommen oder dass so viele Fäden da mitgezogen werden, dass es halt nicht dabei bleibt, dass du einfach den Film drehst und schneidest, sondern dann ist noch jemand, der Visual Effects macht, dann ist noch jemand, der Sprecher irgendwie was einspricht und so weiter. Und je mehr da Leute involviert sind, desto komplexer wird es dann und desto länger dauert es halt einfach, bis es veröffentlicht ist. Mit welchem Programm schneidest du? Nur mit Premiere Pro momentan. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern, auch wenn ich Bock habe, mal mit DaVinci zu schneiden. Aber Premiere Pro ist halt einfach, works for me. So. Ich bin letztes Jahr komplett umgeswitcht von Premiere auf Resolve und bin super happy damit. Also super zufrieden, weil es sich zumindest seit DaVinci Resolve 15 auch ja, wie ein richtiges, vernünftiges Schnittprogramm ist. Und bei mir war es halt hauptsächlich so Stabilitätsprobleme mit Premiere. Obwohl ich das finde ich so als Editor, das ist richtig, richtig gut, fand ich Premiere. Aber ich hatte halt so oft irgendwelche Probleme, irgendwelche Bugs und das hat mich dann irgendwie genervt. Und ich würde es nicht sagen, dass ich absoluter Profi im Color Grading bin, weiß Gott nicht, aber das geht so viel einfacher und intuitiver und besser mit DaVinci Resolve, wenn man auch viel mehr Möglichkeiten hat. Genau, und was halt auch cool ist, dass du so ein All-in-One-Produkt hast, weißt du, musst ja nicht wie bei, dass du halt nicht von Premiere in After Effects switchen musst oder von Premiere in Audition. Ich meine, es ist schon cool, dass du da diese einzelnen Apps hast, aber bei DaVinci Resolve hast du alles direkt built-in und du gehst halt bloß auf einen anderen Tab und bist direkt da. Und es ist free einfach. Das ist so krass. Ja, das ist sowieso, ja, und ich habe auch die Vollversion gekauft und ich habe da dann auch mal nachgefragt und die haben auch gemeint, ja, das ist halt also Lifetime-Update sozusagen. Also selbst wenn die dann irgendwann ein neues Jahr, ein neueres Update rausbringen und du hast es vor 2 Jahren gekauft, kriegst du das trotzdem immer noch. Finde ich eine coole Unternehmenspolitik, da könnte sich Adobe eine Scheibe von abschneiden. Ja, Adobe verdient aber leider nicht mit Hardware und Blackmagic verdient einen Arsch voll Geld mit Hardware und daher können die das noch so als als Halo-Effekt nutzen, weil letztendlich du kaufst, wenn du eine Kamera von Blackmagic kaufst, dann kriegst du Resolve dazu und ja. Aber die Kameras, die sind ja auch alle relativ moderat bepreist. Also nicht nur die Pockets, sondern auch die Ursas, genau, die sind ja auch nicht super teuer, ne? Die sind extrem günstig für das, was sie leisten können. Aber das ist ja nur ein winziger Teil von Blackmagic.
Die machen ja ganz viel für TV-Sachen, für Produktionen im Studio und so weiter. Und das fängt bei einem Color Grading Panel an und hört bei dem Mischpanel auf, wo du, oder bei Hardware, mit denen du verschiedene Kameras mixen kannst, und die haben Streaming-Möglichkeiten und also die haben noch ganz viele andere Sachen, außer eben die Kameras. Die Cinema-Kameras sind relativ spät erst dazugekommen. Und ich weiß nicht, ob das noch der einzige Part ist. Kann auch gut sein, dass sie noch andere Sachen vertreiben, von denen man nicht so viel mitbekommt. Also ich denke, das querfinanziert sich alles so ein bisschen. Und Adobe hat halt da einfach nicht so den Punkt. Oder sagen wir mal so, vielleicht läuft es auch einfach bei denen so gut, dass sie sich das leisten können, auch mal diese Fehler zu machen. Weil das einzige Bildbearbeitungsprogramm, das halt wirklich was taugt und das weltweit bekannt ist, ist halt Photoshop. Und alle Agenturen oder alle Druckereien arbeiten mit InDesign, und jeder, der irgendwie ein Logo entwerfen möchte, der nutzt Illustrator. Und das ist halt einfach, das sind die Branchenstandards, und klar gibt es Alternativen, aber bitte, also das ist nicht so. Weiß nicht, also ich würde jetzt nicht, es ist eigentlich klar, wenn du Fotograf bist und irgendwie Hochzeiten bearbeitest, dann nutzt du Lightroom. Oder ja, wenn du Bildbearbeiter bist und irgendwie tolle Covers für die Vogue oder keine Ahnung, für irgendwelche Zeitschriften bearbeitest, dann nutzt du Photoshop. Und so ist es halt auch, dass du, wenn du Filmmacher bist, hast du durchaus ab und zu, das kommt darauf an, mit welchen Agenturen du zusammenarbeitest, aber wenn du halt viele Logos einblenden musst oder irgendwelche Dinge importieren musst, die sie dir schicken, dann sind es halt auch oft Adobe-Sachen, die sie dir schicken. Halt eine Photoshop-Datei, die du irgendwie einbinden musst, oder irgendwie ein Logo, das mit Illustrator ist, oder oder wenn du eine Bauchbinde brauchst, dann ist halt After Effects auch nicht verkehrt. Oder ja, also es. Klar, inzwischen ändert sich das auch alles so ein bisschen. Es hat sich ja auch bei Adobe viel geändert. Es gibt ja kein Speedgrade mehr. Früher gab es das Speedgrade, und jetzt ist Premiere schon mit relativ verhältnismäßig weit, was Color Grading betrifft. Aber und auch die Audio-Tools werden auch immer besser bei Premiere. Du kannst immer besser Stimme bereinigen und so weiter. Das ist ja auch alles toll, aber es ist klar, auf gar keinen Fall dieser All-in-One-Geschichte wie Resolve. Und ich glaube, es muss halt auch einfach nur noch dieser Schritt fehlen, dass man oder gemacht werden, dass man sich wagt, einfach mal komplett mit DaVinci auseinanderzusetzen und einfach was Neues zu lernen. Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, okay, das hat alles, was ich brauche, und dann ist es auch cool. Schneidest du oder arbeitest du computermäßig mit Mac oder arbeitest du mit Windows? Ich arbeite schon mein Leben lang mit Windows. Ich habe im Studium habe ich Mac, haben wir nur Macs gehabt, und ich fand's okay, aber mich hat auch aus finanzieller Sicht nie irgendwie kam für mich Mac nie in Frage. Und jetzt habe ich hier so ein Ding, das nennt sich iPhone. Ja, und jetzt ändert sich die ganze Sache so ein bisschen. Ich war unzufrieden mit Android, vor allen Dingen bei Instagram, und viele Dinge bei Android haben mich halt einfach nicht so ganz überzeugt, und ich wollte jetzt einfach mal die Referenz verwenden, und im Smartphone-Bereich ist halt einfach die Referenz das iPhone, und daran musste ich alles messen, und es ist der revolutionäre das revolutionäre Gerät, das halt den Markt umgekrempelt hat, und deswegen wollte ich jetzt einfach mal wissen, was taugt das Ganze, wollte mir selbst eine Erfahrung machen, und daher habe ich jetzt das Ding, bin bisher sehr zufrieden und werde auch nicht, habe nicht vor, wieder zurückzuwechseln auf Android. Ja, und dann bietet es sich natürlich an, wenn man sich einen neuen Rechner kaufen möchte, was wahrscheinlich nächstes Jahr der Fall sein wird, auch mal in die Mac-Welt zu schauen. Und daher schließe ich es nicht aus, dass ich tatsächlich nächstes Jahr irgendwann mal auf ein MacBook oder sowas wechseln sollte. Aber noch ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, also man sieht ja halt auch immer, oder man, ich verfolge das halt öfter, wenn du so Interviews siehst von den Entwicklern bei, sei es jetzt bei Blackmagic oder bei Adobe, die entwickeln ja ihre Schnittprogramme hauptsächlich für Mac. Also sind alle sehr stark optimiert auf Mac. Ich bin ja auch von Windows auf Mac gewechselt und finde auch, selbst, also ich habe noch so, wo ich kleinere Sachen drauf mache, das 2015er MacBook, für das halt noch die ganzen
die ganzen wichtigen Anschlüsse hat, habe ich das noch. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also wie flüssig DaVinci da läuft in Vergleich dazu, wie es auf meinem PC lief. Und schon krass, aber ich zur Android-iOS-Debatte, ich hatte auch, also ich habe früher angefangen mit einem Android-Telefon und hatte dann irgendwann mal ein iPad 1 und habe das iPad 1 dann wieder verkauft, weil ich mich dann irgendwie in dieser iOS-Software so gefangen gefühlt habe, wenn man da nicht so frei mit war wie mit Android. Seitdem immer Android benutzt, aber ich muss auch sagen, oftmals stört es mich halt auch extrem, dass viele Sachen, die es halt gibt, es gibt ja halt auch so coole Apps, wo du jetzt, sage ich jetzt mal, hier diese Sunseeker-App, wo du halt genau sehen kannst, wo wann die Sonne steht, ne, für so Pre-Production ganz nützlich, gibt es halt nicht sowas Vergleichbares auch für Android irgendwie. Und ich glaube irgendwie, es gibt ja auch bei Instagram hier diese Funktion, dass du das irgendwie mit Musik hinterlegen kannst. Das ging die ersten paar Monate auch nur für iOS-User und dann irgendwann auch für Android-User. Also es ist irgendwie strange. Mhm. Sunseeker-App gibt es für Android, nennt sich Sun Surveyor. Gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Also die Vielfalt an Apps ist, glaube ich, fast... Also, die guten Apps, die es für iOS gibt, gibt es eigentlich in den meisten Fällen auch für Android, weil halt einfach Android 80% des Markts dominiert und man wäre als Entwickler dumm, vor allen Dingen, wenn man Geld verdient mit den Apps, wenn man sich nur auf die 20% begrenzen würde oder nur auf die 15%, die ein iOS-Gerät haben. Aber es sind Unterschiede und jeder muss einfach für sich entscheiden, wo man, bei welchem System man weniger Nachteile hat, weil Nachteile hat jedes System. Und ich war halt früher, bei mir waren es so zwei Punkte, die mich für Windows und Android begeistert oder halt, die mich dazu bewegt haben, dabei zu bleiben. Einmal das, dass ich halt ein Technik-Nerd bin und immer gerne irgendwie alles ausreize und das Neueste haben will und mit selbst zusammenbasteln und alles customizen möchte, so wie ich das haben möchte. Und natürlich der preisliche Faktor, das war der andere Punkt. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat man eben nicht bei Mac, bei iOS und so weiter, sondern halt bei Windows-Geräten und bei Android-Geräten. Aber jetzt ist es halt ein bisschen anders geworden in den letzten Jahren, weil wenn du selbstständig bist als Filmmacher und Fotograf, dann kommt es irgendwann, also irgendwann muss halt die Sachen auch so sein, dass halt einfach funktioniert. Und einfach funktionieren ist halt ein Schlagwort, das am ehesten bei Apple-Produkten, so leid es mir tut. Also ich bin echt ein Apple-Hater, aber die Dinger funktionieren halt einfach. Und das, wenn man wirtschaftlich denkt, dann muss man eben die Sachen berücksichtigen. Und wirtschaftlich gesehen sind die teureren Geräte von Apple dort tatsächlich sinnvoller, auch wenn sie so viel Geld kosten. Aber man kann sie auch wieder für viel Geld verkaufen. Also der Wertverlust ist ja auch nicht so gering. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass Apple das halt viel einfacher hat, sage ich jetzt mal, die Software halt anzupassen, weil die halt nur verglichen jetzt mit Microsoft nur eine kleine Produktkategorie haben, auf die Produkte abstimmen müssen. Und bei Windows muss das halt auf einem Acer laufen, das muss auf einem HP laufen und sonst wo. Also das ist schon... Ich sehe ich habe einen Windows 10 Rechner und da sehe ich, wenn ich ins Menü reingehe, in die Einstellung, sehe ich immer noch irgendwo Fenster, die sehen aus, also das eine ist irgendwie angepasst auf diese neue Teiloptik und so weiter und so fort und dann komme ich irgendwo im Menü rein, das sieht aus wie bei Windows 95 und dann denke ich mir auch, okay, da schleppt ihr ganz schön viele Altlasten mit und sowas erwarte ich nicht bei Apple, aber ich bin gespannt, noch habe ich ja nicht gewechselt, mal gucken. Okay, kommen wir mal zum anderen Thema. Was denkst du, ist beim Filmemachen oder wenn man coole Filme produzieren machen will, was ist die größte Challenge immer? Professionelles Arbeiten im Sinne von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Konzentration, Kommunikation vor allen Dingen mit allen Beteiligten, mit dem Kunden, mit allen am Set und so weiter. Ich glaube, das ist das Größte eigentlich, was die Challenge ist, weil Film lernen kannst du unheimlich schnell, Kameras kaufen für wenig Geld, die viel Leistung bringen, kannst du unheimlich schnell oder heutzutage problemlos. Die Blackmagic 4K, die Pocket, die kostet ja auch irgendwie sogar unter 2000 Euro. Und du hast mit so wenig Geld, hast du ein richtig geiles Setup am Start mit richtig geiler Qualität. Und das ganze Wissen kannst du dir relativ schnell aneignen, wie du es verwendest und worauf du achten musst und so weiter. Aber diese Dinge, professionell arbeiten am Set, vor allen Dingen an größeren Sets und halt auf verschiedene Dinge Wert zu legen, die einfach...
die man von einem Profi erwartet. Ich glaube, das sind die Dinge, die man nicht einfach irgendwo auf YouTube sich beibringen kann oder selbst ausprobieren an der Kamera, sondern da muss man halt dran arbeiten und muss gucken, dass es funktioniert und dass man menschlich gesehen sich da weiterentwickelt. Und dann ist man auch ein guter, zuverlässiger Partner für Kunden und dann wird auch öfter gebucht. Ja, genau. Das hat auch, wie soll ich sagen, Soft Skills, glaube ich, die kannst du halt nicht so irgendwo in der Schule erlernen. Das ist halt einfach so ein Stück weit persönliche Reife. Und ich sehe das halt auch immer irgendwie bei Leuten, irgendwie, die jetzt denken, die machen Filme und die hat irgendwie, sag ich jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, die Hauptschule gerade mal so ein Jahr hinter sich haben. Die haben dann auch so dementsprechend das Auftreten, wo ich mir denke, Alter, das ist halt... Ja, es gibt einfach, man kann mit 14 Jahren, 15 Jahren kann man um die geilsten Filme drehen und auf YouTube stellen und so weiter und wo alle die Kinnlade runterfällt. Aber das ist ein Unterschied zwischen dem, geile Leistung abliefern, geile Filme produzieren und eben wirtschaftlich sinnvoll und professionell arbeiten. Das sind halt zwei Dinge, zwei Paar Schuhe und die musst du beide beherrschen, um selbstständig zu sein. Wenn du nur eins davon kannst, dann bringt es halt nichts. Dann bist du nicht lange durchhalten. Was ich eigentlich jetzt noch finde, gerade wenn du immer wenn du mal ein cooles Bild haben willst, klar, die Kamera ist sicherlich ein Faktor davon, aber ich glaube so, das, was am ehesten oder am meisten so das Bild bestimmt, ist halt immer das Licht. Und das war mir, als ich angefangen habe, auch nie bewusst. Ich dachte immer, ja, brauchst halt dann eine große Kamera und dann ist das alles schon und dann filmst du in RAW, dann kannst du dir das alles so dunkel machen, wie du es willst. Aber so Licht richtig setzen ist halt auch eine richtige Challenge halt auch. Wir hatten bei dem Dreh in Berlin für ProSieben hatten wir den Lichtkollegen von Inglourious Basterds hatten wir da mit dabei und das ist halt schon, was der so erzählt hat, dem haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht, auch haben wir noch andere Produkte, andere Leute mit dabei gehabt, die Produktionen für Sony gemacht haben, da haben die LKW-weise verschickt über Schiff in ein anderes Land, um dort diesen Fernseher zu filmen, der irgendwie aus dem Lava aussteigt oder so irgendwas, also eine gigantische Produktion, das ist unheimlich spannend, was man da so für Stories mitbekommt und ja, und Lichtsetzung ist halt wirklich A und O. Man kann auch mit einer günstigen Kamera geiles Bild machen, wenn das Licht passt. Stimmt. Stimmt und passt. Ja. Ach, wie heißt denn diese? Es läuft immer auf ARD, glaube ich, jeden Sonntag. Der Tatort. So rum. Genau. Und da haben die jetzt zum Beispiel hier, ich komme ja ursprünglich auch aus Berlin, aber ich lebe jetzt im bescheidenen Bayreuth. Also noch gar nicht so lange her, da haben die hier in Bayreuth den Tatort gedreht. Und da haben die auch zwei Szenen, zum Beispiel Day for Night gemacht oder andersrum. Also die haben Szenen, die am Tag halt, die also im finalen Film dann am Tag gespielt haben, haben die bei Nacht gedreht. Einfach weil die halt das Licht logischerweise bei Nacht dann halt besser kontrollieren konnten. Und dieser Aufwand dafür ist halt auch so krass. So, ne? Das ist halt Wahnsinn. Ganz viel. Es werden auch umgekehrt, kommt auch oft vor, dass man bei Tag dreht und dann halt einfach mit durch Weißabgleich und Lichtsetzung und ein bisschen Grading das Bild so anpasst, dass es halt aussieht wie nachts. Aber man hat halt dadurch die Qualität von tagsüber und andere Optionen noch und muss nicht nachts drehen. Das ist halt schon faszinierend. Ja. Ja, was sind so deine persönlichen Ziele jetzt? Jetzt haben wir ja schon gerade 2019, ist ja jetzt am Ende. Was hast du für berufliche Ziele jetzt spezifisch für 2020? Machst du sowas immer oder denkst du, ja, das passt schon alles? Vieles, denke ich, lasse ich auf mich zukommen, weil ich weiß, dass es eh immer so ein bisschen unvorhersehbar ist. Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr... letztes Jahr habe ich eine Hochzeit fotografiert, also ganz, ganz viele Kontakte kommen auch über Hochzeiten zustande. Und letztes Jahr habe ich eine fotografiert, die war von einem Folierer, einem Autofolierer. Und über den habe ich wieder jemand anderes kennengelernt. Und dann zwei Monate nach der Hochzeit hat sich das dann so ergeben, dass ich mit den beiden eine Autovermietung eröffnet habe. Sportwagen vermieden von BMW. Und es ist jetzt, das Projekt ist jetzt ein bisschen, also
ist ein bisschen, hat sich durch nicht ganz so optimale Kommunikation doch so ein bisschen ausgesteuert und sind noch andere Sachen passiert, die nicht ganz so optimal gelaufen sind und es ist halt einfach ein schwerer Markt sozusagen. Das heißt, das Projekt ist jetzt nicht, wird so in der Form nicht weitergeführt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, dass du nicht weißt, was in 3 Monaten passiert. Du kannst auf einmal in 3 Monaten irgendwie einen tollen Kontakt haben und dann auf einmal eine neue Firma gründen oder eine ganz andere Idee haben und, keine Ahnung, Dropshipping machen oder Kleidung verkaufen oder sonst irgendwas, weil halt einfach irgendwie, weil die Situation so ergibt, dass es für dich halt irgendwie einen Mehrwert hat oder halt einfach für den Part dann passt. Daher bin ich schwierig, mir da so wirklich Ziele zu setzen. Aber was ich auf jeden Fall nicht machen möchte, ist weiter so in der Form als Einzelunternehmer zu arbeiten, sondern mehr irgendwie entweder Agentur gründen oder Teilhaber einer Agentur werden oder ja, mal gucken, vielleicht irgendwas in die Richtung. Aber das ist alles noch offen und bei mir tut sich nächstes Jahr eh relativ viel, vielleicht auch ein Umzug, vielleicht ein Haus und so. Also ich will auf jeden Fall noch momentan schneide ich in meinem Arbeitszimmer. Ich gehe morgens, es ist ja halt so, man ist nicht jeden Tag auf einem Dreh irgendwo, sondern die meiste Zeit ist man am Rechner. Und mein Rechner steht zu Hause. Und das ist auch ein Thema, das ich ändern möchte. Ich möchte in ein Büro, in ein externes Büro und halt jeden Tag da ins Büro fahren und dort arbeiten, dort konzentriert sein und nicht abgelenkt werden zu Hause von irgendwas. Und genau, das ist auch so ein Ziel und ja, daher wird sich auch noch einiges tun. Ich arbeite auch von zu Hause. Ist es so, dass du dich von zu Hause, dass du dich abgelenkt fühlst? Abgelenkter, als wenn du irgendwo bist? Ja, allein schon, weil ich halt morgens hier einfach gemütlich in Unterhose anschlappen kann und dann halt meine Shit. Das ist halt, man hat halt einfach so eine Komfortzone und dann, warum sollte man, wenn im Sommer auch 40 Grad heiß ist, warum sollte man sich dann auch groß anziehen? Dann sitzt man halt hier in Boxershort und schneidet halt so. Und das sind halt so Bequemlichkeitssachen und diese Bequemlichkeitssachen, die führen halt auch wieder zu, dass man sich halt einfach zwischendurch mal in die Küche begibt und eine Bolognese kocht und so. Und dann dauert die Bolognese halt ein bisschen, weil dann muss man auch das Hackfleisch erst anbraten, dann Karotten schneiden und dann Zwiebeln und weiß ich, was man halt auch alles dann so reinmacht. Und dann geht Zeit verloren und oder dann kommt ein Anruf rein oder die Oma ruft an und so weiter. Und ich habe noch eine Tochter und die muss ich jetzt auch gleich abholen, um 4. Und die ist, wenn die halt da ist, dann klar, es ist natürlich super schön, dass ich Zeit mit ihr verbringen kann und dass ich immer da sein kann, wenn irgendwas ist und so weiter, aber es funktioniert nicht, dass ich hier im Arbeitszimmer konzentriert arbeite, während sie da irgendwas spielt oder sowas, weil dann kommt sie halt alle halbe Stunde mal rein und zeigt mir irgendwie, oh Papa, guck mal hier, ich habe das und das und so. Und dann bist du halt raus. Und dann, oder du telefonierst gerade, dann kommst du rein und du kannst dich nicht aufs Telefonat konzentrieren, weil sie nicht versteht, dass du gerade telefonierst. Sie ist jetzt 3,5 und da ist halt noch nicht dieses Verständnis dafür da. Und das sind so Sachen, die lenken halt einfach ab. Und das möchte ich in Zukunft dann vermeiden. Außerdem ist es so, wenn du in einem Büro arbeitest, beispielsweise in so einem, es gibt ja diese Coworking Spaces, wo noch andere Leute mit drin sind, dann kommst du da wieder auf Kontakte. Und Kontakte helfen dir immer weiter. Und es ist halt was anderes, in einem externen Büro zu arbeiten als zu Hause. Und deswegen möchte ich das ändern. Und wenn es ein Reinfall wird, wenn ich vielleicht zu Hause viel besser arbeiten kann, dann habe ich wenigstens die Erfahrung gemacht. Ich will es halt einfach einmal testen, vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und dann werde ich sehen, bringst du was oder nicht und kann dann entsprechend entscheiden. Das kann ich nicht beurteilen, aber glaube ich dir absolut, wenn du halt ein Kind hast, dass das dann natürlich absolut nochmal was anderes ist. Aber ich merke das halt auch oft immer so, wenn du dann zu Hause bist, du bist immer der immer dann schnell für irgendwas gerufen werden kann. Hier kannst du nicht mal, du bist ja eh zu Hause, weißt? Dass du arbeitest, es wird eigentlich nicht so richtig gesehen, sondern du bist ja eh da, du kannst ja mal schnell die Wäsche machen und Wäsche aufhängen und so, dass du dann dafür trotzdem irgendwie eine Stunde verplemperst, das sieht man dann irgendwie gar nicht so. Ja, so ist es. Und es gibt ja auch so gewisse Regeln, dass wenn du dich rausreißen lässt aus einem Thema, wo du gerade konzentriert dran arbeitest, dass du nicht das funktioniert nicht, dass du dich wieder dran setzt und dann bist du wieder total drin. Du musst erst dich wieder einarbeiten, okay, wo war ich jetzt stehen geblieben, was muss noch gemacht werden, du musst die ganze Struktur wieder in deinem Kopf aufbauen und das ist halt immer so ein Zeitverlust auch und ja, kann man effizienter lösen.
Okay, dennoch zu guter Letzt, wie machst du das Ganze mit dem Thema? Also du brauchst jetzt hier nicht irgendwie deinen Tagessatz nennen oder wie rechnest du ab? Rechnest du nach Tagessätzen ab, halber Tagessatz, ganzer Satz? Und wie machst du das beispielsweise es gibt ja halt auch immer wieder andere Aufträge. Ich habe das zum Beispiel auch öfter, dass irgendwie Kunden sagen, ja, ich will jetzt hier, wie soll ich sagen, Content Creation machen, da sollen jetzt irgendwie im Monat so und so viele Videos stattfinden, wärst du dann irgendwie bereit, wenn du das über das ganze Jahr machst, dann da irgendwie einen anderen Preis zu machen? Wie handhabst du das einfach? Das ist tatsächlich projektbasiert und abhängig vom Kunden. Wie du schon sagst, wenn jetzt jemand sagt, wenn es tatsächlich so ist, dass man vielleicht 4 Jobs oder 10 Jobs für jemanden macht, dann sind die Preise halt anders. Dann ist klar, weil das Gesamtbudget halt einfach dann wieder was anderes ist und du weißt halt, okay, du kannst mit den Einnahmen rechnen und du hast irgendwie alle 3 Wochen hast du den Job oder sowas oder 4-mal im Jahr. Und dann bist du auch bereit, eher irgendwie da Rabatte einzuräumen. Aber wenn es jetzt irgendwie eine einmalige Sache ist oder so, dann immer abhängig davon, wie das Projekt ist, welcher Aufwand dahinter steckt. Ich rechne halt auch unterschiedlich ab, ob ich jetzt mit einer DSLM filme oder mit der RED. Mit der RED ist halt einfach teuer. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich sage, okay, es ist einfach sinnvoll, da mit der Kamera zu drehen. Und wenn das Budget das jetzt nicht hergibt, dann drehe ich das trotzdem damit, weil es erstens eine gute Referenz für mich ist, wenn ich das zeigen darf. Zweitens, da kommt ein Making-of-Fotograf mit, den hole ich noch mit ins Boot. Dann gibt es halt auch was für Social Media, was ich zeigen kann. Der Kontakt ist halt einfach wichtig, weil wenn ich ihm sagen kann, also wenn ich dem Kunden eben mitteilen kann, okay, ihr kriegt jetzt bewusst diese Kamera und diesen Aufwand für trotzdem weniger Geld. Aber weil ich das einfach euch jetzt mal zeigen möchte und weil ich da Bock drauf habe und weil es cool ist und weil ich einfach das als sinnvoll erachte, das damit zu drehen, dann wissen die, okay, das ist jetzt so und wenn ein Folgejob kommt, dann müssen sie halt den vollen Preis bezahlen. Aber dann sind sie auch eher bereit dafür zu zahlen, weil sie halt wissen, okay, das funktioniert einfach, das Ergebnis ist super, es ist ein professionelles Arbeiten und das meiste ergibt sich auch durch die Kommunikation. Also ich finde, dass die Leute einfach viel mehr gewillt sind, dir nochmal einen Job zu geben, wenn du einfach super, super cool und professionell mit denen halt kommunizierst. Also dass die wissen, du bist zuverlässig, das sind so ganz simple Dinge. Einfach Pünktlichkeit oder die Deadlines einhalten oder richtig kalkulieren oder einfach gute Arbeit abliefern und so weiter, professionell. Und dann sind schon die Grundvoraussetzungen gegeben, um da vorgeschossen zu bekommen. Allein schon, wenn man immer wieder den Kunden updatet, okay, ich bin jetzt bei dem Punkt, oder einfach nicht den Kunden irgendwo hängen lassen und dann 3 Monate später, ja, wo ist jetzt eigentlich mein Film? Sondern halt einfach, ja, und solche Sachen sind es halt einfach. Und daher viele Sachen budgetmäßig projektbasiert, manche mit Festpreis, dass ich einfach sage, okay, wir machen jetzt einfach einen Imagefilm, der kostet fix 5.000 € netto und da ist dessen mit drin. Und bei anderen Kunden oder Jobs ist es dann so, dass der Kunde aufgedröselt haben möchte, okay, was kostet davon was? Ist das die Kamera? Ist es ein zweiter Kameramann? Ist es ein Tonmann? Ist es ein Sprecher und so weiter? Und wo kann man vielleicht auch noch Einsparungen machen, weil wir das nicht brauchen. Und andere wollen halt einfach nur, okay, nimm mir einfach eine Hausnummer. Ich will nicht mit 35 Zahlen bombardiert werden. Sag mir einfach, was es kostet und gut ist. Und ich will einfach nur ein gutes Ergebnis haben. Und andere wollen es halt aufgedröselt haben. Was ist davon was? Und so ist halt immer unterschiedlich. Daher ist es schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast viel über YouTube gelernt. Gibt es irgendwas, was du jetzt noch nutzt, um dich regelmäßig weiterzubilden? Oder ja, was machst du, um dich weiterzubilden grundsätzlich? Tatsächlich immer noch YouTube. Also da lernt man immer noch jede Menge dazu. Es gibt auch viele Kanäle, die spannend sind, auch aus professioneller Sicht, also nicht nur für Einsteiger oder so. Und ich tausche mich viel aus mit anderen Leuten. Das mache ich viel und halt einfach selbst irgendwie meine Erfahrungen sammeln. Also ganz viel Learning by Doing und ja, halt ganz viel Lesen auch in Blogs und so. Und es gibt, man sieht ja auch immer wieder Making-ofs von irgendwelchen großen Produktionen, wo jetzt vielleicht von Netflix irgendwie oder von, was war das? Wie heißt diese Serie von denen, die ich noch nie geguckt habe, aber die alle irgendwie so schwärmen? Diese
Nee, das Breaking Bad habe ich gesehen. Game of Thrones, genau. Game of Thrones habe ich nicht gesehen, aber alle reden ja darüber. Und es gibt hunderte Making-ofs von Game of Thrones. Und dann schaut man sich die halt mal an oder so, guckt mal ein bisschen rein und dann sieht man halt, okay, da machst du halt mal Pause und dann siehst du, okay, da steht die Kamera, da ist das Licht so gerichtet und da ist die Person so. Und dann jetzt überlegst du dir, okay, wie kommt es, dass es so aussieht, wie es aussieht? Und ah, da ist es, die Softbox wurde verwendet, ah, das Licht ist so und so eingestellt. Und oder das erzählt der Kollege, der im Interview darüber spricht. Und durch solche kleinen Sachen kann man auch viel lernen. Also ich finde, was ich auch immer mache, ich gucke halt immer, wenn ich mit meiner Freundin zusammen, meine Freundin, die guckt halt immer gern so, so Love Stories und so Zeug und so Comedians. Und da sage ich halt zu ihr immer, du, ich kann mir das schon zwar angucken, aber ich lerne da halt bald nicht viel, weil das halt immer so Flat Lighting so meist, weißt. Und ich gucke dann halt meistens immer lieber Actionfilme, ne? Und dann schaue ich halt und dann mache ich, drücke auch öfter mal Pause und dachte mir, boah, hier haben sie das Licht krass gemacht. Und mir fallen dann halt auch immer super Sachen auf, was ich jetzt auch schon gesehen habe, dass es gang und gäbe ist, dass du erstmal so meistens jedenfalls für den Wide Shot das Licht setzt und für den Close-Up, denn wenn du, sage ich jetzt mal, over the shoulder so die Konversationen filmst, dass das Licht dann nochmal anders gesetzt wird, obwohl einem das gar nicht auffällt. Und das ist so krass, wie oft ich das immer sehe. Genau, einfach bewusst Filme gucken, auch wenn du ins Kino gehst, wie ist die Kameraführung, wie ist der Schwenk, wie ist die Kamerafahrt, wird gewackelt, wird nicht gewackelt, wie ist der Ton, wo liegt die Schärfe, wie ist die Ausleuchtung, oder einfach so überlegen, okay, jetzt ist das Gesicht ist von rechts ausgeleuchtet und hinten hat er ein Streiflicht, da muss da irgendwie rechts dann eine Lampe liegen und dann siehst du vielleicht einen Shot von einer anderen Richtung und du siehst, dass da nicht halt so eine Lampe ist, aber dann weißt du, okay, das ist jetzt halt so gemacht, weil es halt das Licht unterstützt und so weiter und weil halt passt und also einfach mal so Gedanken machen und das die Filme mit aus Filmemacher-Sicht gucken und das funktioniert ja und da kann man auch viel lernen. Okay, Ferdi, dann hat es mich mega gefreut, dass du hier warst. Ich verlinke auf jeden Fall deine Kanäle unten und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens bei der nächsten Videomastery sehen. Mega, würde mich sehr freuen, ja, vielen Dank. Alright, ebenso, danke. Ciao. Ja, liebe Leute, das war der Ferdi, der Daniel Förderer. Wie gesagt, ich verlinke alle seine Kanäle unten, dann könnt ihr ihm auch gern folgen. Ist ein super Typ, habt ihr gehört, ist ein super Filmemacher. Von ihm kann man auf jeden Fall eine Menge lernen. Und dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Wie fandet ihr das Kommentar? Jetzt bin ich auch schon durch. Wie fandet ihr das Interview? Hat euch das was gebracht? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.